Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir werden heute einen IC fahren, und zwar bei äußerst winterlichem Wetter, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund sehen könnt. Und das Ganze stammt aus der Feder von Malte Jensen und nennt sich IC im Schnee. Und wir werden heute mal, anders als im Originalszenario, das Ganze im 120er Sandwich spielen. Ursprünglich waren da oder sind in diesem Szenario als Zug und Schublok die Baureihe 101 von Virtual Railroads vertreten, in dem Repaint-Gewand von Felis Dirty oder Dirt. Und ich habe mir aber gedacht, ich werde mir heute mal die 120er genehmigen, und ich hoffe, der Malte Jensen hat nichts dagegen. Weil 120er habe ich so selten und die 101 ist wirklich sehr oft, und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir heute einfach mal die Baureihe 120, und ich werde das Ganze einfach mal starten. So, werden die ganze Lok mal aufrüsten, aber erstmal mal lesen. Moin Kollege, du hast heute eine Schicht im ziemlichen Shitwetter erwischt. Oder Schietwetter. Es liegt viel Schnee und es schneit noch mehr. Wenn das so weitergeht, müssen wir mit der Schneefräse kommen. Vor dir fährt noch eine verspätete Nordwestbahn. Diese kannst du aber in Twistringen überholen. Ansonsten sollte es eine relativ ruhige Fahrt werden. Mache nun erstmal deinen Zug abfahrbereit und lasse die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 8:44 Uhr. Gute Fahrt. Ja, damit werden wir das Ganze mal beginnen. Und als erstes mal die Lok aufrüsten, würde ich sagen. So, machen wir das Ganze mal automatisch. So, ihr seht, ZDS, ZWS, Stromabnehmer wird gehoben und so weiter und so fort. Das heißt, die Pferde fahren hier richtig schön im Sandwich. Scheibenwischer selbstverständlich. So, aufrüsten. Dann können wir in derweil auch die Türen öffnen, würde ich sagen. Und dann werden wir uns hier mal ein wenig umsehen in dem Schneegestöber. So, es ist hier wirklich äußerst am Schneien, und während ich mir den Bahnhof hier so ansehe, ist mir, glaube ich, auch eine Idee gekommen, wo ich meinen nächsten Spotting Day verbringe. Nämlich wahrscheinlich vielleicht sogar in Bremen. Mal schauen. So, da oben steht da IC 2023. Münster Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof. Endstation wäre Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, nach uns fährt dann noch der RE9 von Ostdeutsch-Scharmbeck über Bremerhaven Hauptbahnhof nach Bremerhaven-Lehe. So, hier steht noch eine wunderschöne Baureihe. Na, wer erkennt sie? Der Heidesprinter. Wunderschön, wunderschön. Wer hupt denn da schon wieder so unverschämt? Da hinten. Ich zumindest gerade gesehen. Naja, egal. Und hier ist dann unsere Schublok. Meine Güte, ist das ein Schietwetter. Ist ja, schaut euch das mal an. Wenn ich jetzt noch den Hut wegmache, dann ist das schon äußerst Wahnsinn. Schon ein spektakuläres Bild, oder? So, dann werden wir uns mal wieder ein wenig ins Trockene begeben. Wir haben nämlich jetzt auch gleich Ausfahrt. Wenn es jetzt schnell noch einen heißen Kaffee, kann man den hier ziehen? Nee. Oh, jetzt wird es aber Zeit.
Dann werden wir mal die Türen verriegeln. Und werden uns das Ganze mal von außen ansehen. Lösen die Bremsen und schalten auf. Und gleich werde ich auch noch den zweiten Scheinwischer einschalten, sehe ich gerade. So, grünes Signal, das ist immer schön. Erste Station Osnabrück Hauptbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt Sie im IC 2023 auf der Fahrt nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Kurz, aber deutlich. So sollen Ansagen sein. Oder kurz, und aber verständlich. So kann man es auch sagen. So, dann hüpfen wir mal rein. Wenn ihr noch den anderen Scheinwischer einschalten, würde ich sagen. Das ist die AFB. Ich möchte aber. Das ist doch normalerweise der Knopf für den Scheinwischer. Wollte ich doch sagen. So, wir dürfen direkt aufschalten, würde ich sagen. Machen wir das mal. 150 ist angesagt. So, es wurde mir einiges an KI-Verkehr versprochen. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Das wäre natürlich super. Ach, herrlich, oder? Dieses wunderschöne Winterwetter, Schneesturm. Da hat die Bahn Spaß. Hauptsache, es funktionieren die Heizung. Wunderschön. Ich bin gespannt, ob wir nachher noch 200 fahren dürfen. Das wäre natürlich klasse. Die Framerate lässt gerade mal wieder zu wünschen übrig. Ich bin gespannt, was uns hier auf dieser Reise noch so erwartet, was uns an Hindernissen und an Problemen noch so entgegenkommt. Man weiß es ja nicht.
So, haben dann jetzt eine Beschränkung von 140. Das heißt, wir werden hier mal ein wenig vom Gas runtergehen. So, 160 dürfen wir dann gleich schon mal, wunderschön. Aber wir könnten eigentlich auch die AFB anmachen, weil macht Sinn. Achso, ja. So, das Ganze sieht schon viel besser aus. Ein wunderschöner Autozug, wunderschön. Ei, 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 ei. So, noch gut 100 Kilometer bis Osnabrück und ich denke, ich werde dann zweiter daraus machen, weil das wird dann einfach zu lang. Aber ich finde das so mit dem Schnee gar nicht mal so schlecht. Das ist mal was ganz was anderes. Und je
steht übrigens auch ein schöner Zug, muss ich sagen. Schöner Güterzug. Güterwaggons überhaupt. Also, ja, doch. Schöner Abstell. Schönes Abstellgleis. Der KI-Verkehr ist auch sehr abwechslungsreich und sehr schön. Nicht zu oft, aber auch nicht zu wenig und doch gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Übrigens, da fällt mir ein, bei wem von euch hat es denn schon geschneit? Das würde mich jetzt interessieren. Also bei uns hier in NRW, zumindest bei mir, hat es auch keinen Schnee gegeben, worüber ich sehr froh bin, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, ich hier in meinem Job keinen Schnee gebrauchen kann. Und klar, für meinen Sohn wäre schön, aber ich persönlich brauche keinen Schnee. Deshalb, also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, bei wem von euch es schon geschneit hat und ja, seid ihr eher pro Schnee oder kontra Schnee? Würde mich auch interessieren. Also schreibt es gerne in die Kommentare, auf welcher Seite ihr da seid. Also ich bin eher kontra Schnee, muss ich wirklich sagen. Aber da hat jeder seine eigene Meinung und ja, es gibt ja durchaus die gar nicht genug vom Schnee bekommen können. Zum Beispiel die Wintersportfans und die Wintersporttreibenden, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, die freuen sich natürlich jedes Jahr wie Bolle auf die Skigebiete und Winterberg und wie sie alle heißen. Und ja, meine Frau kann auch gut Skifahren und ja, ich bin da eher das Sommerkind und bin da eher im Sommer zu Hause und ja. Jeder hatte so sein eigenes Empfinden und würde mich mal interessieren, auf welcher Seite ihr da steht und was bei euch da so Sache ist. Da steht wieder ein schöner Autozug. Übrigens, die Scheibenwischer, die vorhin noch unterschiedlich wischten, also der eine ging hoch, während der andere runterging, haben sich mittlerweile auf ein gleiches Niveau normalisiert. Warum, weshalb, wieso das so ist, kann ich nicht sagen, aber es ist jetzt so. Also wenn euch das so aufgefallen ist und ihr das verfolgt habt, ganz am Anfang des Szenarios waren die noch sehr unterschiedlich. Und mittlerweile haben sie sich angeglichen.
deutsche Sprache, schwere Sprache. Er hat angeglichen und ja. Ich kann euch aber nicht sagen, wieso, weshalb, warum das so ist. Es ist einfach so. Jetzt. So, bis zum Osnabrücker Vorbahnhof sind es noch gut 80 Kilometer, werden wir hier einen ICE begrüßen dürfen als KI-Verkehr. Also es ist sehr recht unterschiedlich. Bis jetzt Güterzug, Fernverkehr und Regionalverkehr war auch schon dabei. Bin gespannt, was uns noch so entgegenkommt. Welche Baureihe findet ihr eigentlich besser? Die 101er oder die 120er? Also für mich persönlich ganz klar die 101er. Klar, die 120 hat ihren Reiz, kann man nicht anders sagen. Aber für mich persönlich ist es klar die 101. Aber das ist auch, Geschmäcker sind verschieden und der eine mag die lieber, der andere mag die lieber und muss man so hinnehmen und ja. Also ganz klar, am Anfang steht die 101 dicht gefolgt von der 146 und dann kommt die 120. An diese Loks ganz klar, ganz vorne 218. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann kommen alle, die danach kommen. Upsa. Langsam nähern wir uns dann Osnabrück. Ich denke mal so eine Viertelstunde noch. 20 Minuten, dann sollten wir auch in Osnabrück sein. Wo ich dann dieses Video vorerst beenden werde und im zweiten Teil dann bis nach Münster fahren werde. Was kommt uns denn da Schickes entgegen? Oder was steht da vielmehr? 218, Messzug. Ja, wie geil ist das denn? Beziehungsweise Bauzug. Mega geil. So weit entfernt, glaube ich.
Bis Münster sind es noch 120 Kilometer. Also das wäre schon noch eine ganze, ganze Ecke. Und das in einem Video durchzuziehen, das würde doch zu lang werden, würde ich sagen. Von daher werde ich das in Osnabrück splitten, wie man so schön sagt. Auch mal eine schöne Ansicht, wie ich finde. Also das mal so von außen zu verfolgen. Schöne Sache. Ja, da ist nicht viel mit erkennen. Sieht aus wie eine Bildstörung, wenn man das mal genau nimmt. Sieht wirklich aus wie eine Bildstörung im Fernsehen. Da gab es früher auch immer Schnee. Wisst ihr, kennt ihr das noch? Die Älteren von euch wahrscheinlich. Wenn früher kein Empfang im Fernsehen war, dann gab es dieses Bild. Wunderschön. Wunderschön. So, dann sind es gleich noch 59 Kilometer. Auch noch keine halbe Stunde mehr, dann haben wir es schon geschafft. Aber was mich noch interessieren würde, ist, warum steht hier 14.07.08, 11.14.09. Warum kann man das nicht einfach aktuell machen? Also das Datum, wann das Szenario erbaut wurde und die Uhrzeit, also die aktuelle Uhrzeit, die hier steht, das wäre doch genial. Ich weiß nicht, ob das geht, ich habe da keine Ahnung von. Vielleicht kennt ihr das. Aber es wäre doch schön, wenn das gehen würde. Und das hier alles so ein bisschen aktuell halten könnte.
leider ist das, also bisher ist mir das ein bisschen ereignislos, zu ereignislos, dieses Szenario. Also für meine Begriffe könnte da ein wenig mehr passieren, so. Also es ist bisher ein bisschen, naja. Viel passiert da nicht. Leider, leider. Flieger, wie schön. Schaut mal da. Kommt gar nicht dahinterher. Da ist er. Und da ist die Landebahn. Wunderschön. Der Flieger ist weg. Naja, hier ist auf jeden Fall die Landebahn. So, ich sollte jetzt wieder zurück zu meinem Zug. So, 47 Kilometer noch. Gut 20 Minuten. Ja, man fährt eine gute Dreiviertelstunde von Bremen bis Osnabrück und dann noch circa, ja, 20 Minuten von Osnabrück bis Münster. Das ist ja dann nicht mehr allzu weit. Ah, wunderschön.
Aber es wird und wird nicht hell, oder? Meine ich das nur? Wäre schön, wenn es jetzt mal langsam aufhören würde zu schneien und die Sonne rauskommen würde. Das wäre jetzt noch ein Highlight. So. Also, der Zug ist auf Dauer schneller, als ich hier scrollen kann. Wahnsinn. Wahnsinn. So, bis hierhin kann ich gehen. Dann schauen wir mal, wo er bleibt. Da kommt er. Aus der Ferne hört man ihn schon. Schnell auf die andere Seite. Wunderschön. Und zusehen, wie er langsam verschwindet. Und weg. Also, dass er zwischendurch manchmal so spackt. Ich kann euch leider nicht sagen, warum. Ich hoffe, ihr könnt darüber wegsehen. Ich möchte mich dafür auf jeden Fall entschuldigen. Es ist grausam.
Also es kackt zwischendurch regelrecht ab. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wieso. Und steckt nicht drin. Das habe ich übersehen, die Geschwindigkeitsbeschränkung. So, Osterkappeln. Da habe ich schon mal Tour gefahren. Aber das nur so nebenbei. Mal ein bisschen bremsen. Lass uns noch ein wenig rollen. Sieht doch mal, was hier steht. -239/4. Die Russenlok. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Aber die ist schon geil, oder? Die ist schon echt geil. So, so langsam kommen wir dann auch schon in die Nähe von Osnabrück.
So, 110, 120, 110, 140. Ja. Übrigens, was haltet ihr denn von den ganzen Beschränkungen, die jetzt in Bezug auf Corona wieder auf uns zukommen? Ungeimpfte sind ja bald von allem ausgenommen. Dürfen ja im Prinzip eigentlich nur noch einkaufen gehen und arbeiten. Dazu hat jeder seine eigene Meinung und ich möchte da gar keinem irgendwie was vorschreiben. Ich würde da nur gerne eure Meinung zu hören. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Also wenn ihr da irgendwas zu sagen habt, gerne in die Kommentare. Aber bitte immer an die Netiquette halten. Sonst werde ich das Ganze filtern bzw. die Kommentarfunktion deaktivieren. Also da immer schön sachlich bleiben, niemanden beleidigen und ja, konstruktive Kritik, konstruktive Meinung sind willkommen, aber immer im sachlichen Rahmen. Das sei dazu gesagt nochmal. Danke, danke. So, Osnabrück kommt näher und näher. Der Schneesturm nimmt kein Ende. Es schneit immer noch wie in Bremen und ja, mal schauen, ob es in Münster noch schneit. Jetzt ist er total am Haken. Ein sehr störanfälliges Szenario, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht wird es ja gleich im zweiten Teil besser. Auf der Fahrt nach Münster. Einfach nur nervig.
Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Osnabrück Hauptbahnhof. Dort können Sie umsteigen zum RE2 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Dieser fährt um 9.47 Uhr von Gleis 4 ab. Außerdem zur RB61 nach Bielefeld Hauptbahnhof. Dieser fährt um 9.47 Uhr von Gleis 11 ab. Außerdem zum Intercity 240 nach Amsterdam Zentral. Dieser fährt um 9.53 Uhr von Gleis 12 ab. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Osnabrück Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, das ist doch sehr schön. So, ausschalten brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Macht jetzt nicht mehr viel Sinn. Meine Herrschaften, was ein Geruckel. Das ist ja fürchterlich. Ei, falscher Knopf. Ja, TSW und TS, das sind komplett unterschiedlich, die Knopf bzw. die Tasten, zumindest am Controller. So ein wenig vorziehen noch. So, öffnen die Türen. Und ich würde sagen, das erste war's das. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Sonntag und bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Und wir sehen uns im zweiten Teil wieder, beziehungsweise ihr hört mich im zweiten Teil wieder. Und ich sag dann mal bis dann. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.